So, da bin ich wieder. Neue Folge. Ich hatte eigentlich eben gerade schon eine Folge gestartet, dann ist das Spiel leider abgestürzt. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Ich habe ein bisschen was rumgefummelt gehabt, aber ich glaube, haben wir denn hier schon. Das habe ich nämlich schon gedacht. Das ist nämlich noch nicht gemacht worden. Das hat da nicht gespeichert. Wenn man danach mal ganz kurz speichern. Ich muss Dinge verkaufen. Das ist Kacke. Das brauchen wir nicht mehr. Das will ich gerne behalten. Genau wie das auch. Die Waffe müssen wir leider verkaufen. Das Datenpad, habe ich das schon hoch durchgelesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal gelesen. Ich verkaufe es einfach mal. Was haben wir hier noch? Das verkaufen wir auch. Das behalten wir, weil das ganz cool ist. Und den Schrott verhökern wir auch. Und das ist das mit dem Granaten, was ich auch gerne behalten will. So, und dann habe ich wiederbelebt, Nanogel auf alle. Und dann ging das eigentlich. Hier können wir sogar nochmal Nanogel anwenden. Zumindest sogar, weil wir sonst ein Problem haben. Das geht noch nicht. Einfach mal neue Söldner kaufen wäre, glaube ich, auch eine Idee, aber. Anheuern. McCoy. Kosten alle ganz schön viel. Ich weiß nicht, wie ich effektiv Geld machen kann in dem Spiel. So, und ich wollte jetzt irgendwas machen. Genau, ich habe. Nee, ich wollte das erste, was ich mache, ist, dass wir speichern. Und dann wollte ich eigentlich da oben hin. Ich war nämlich hier unten überall gucken. Ich wollte hier weitermachen, aber das sind mega die Mördergegner. Deswegen fahre ich mal hier oben hin. Hoffen, dass das Spiel nicht abstürzt. Okay, dann wollen wir mal gucken, was hier so geiles ist. Ich muss mehr scannen. Habe ich beim letzten Mal gemerkt. Da unten ist irgendwas. Gehen wir da mal hin. Findest die Überreste eines Droiden, dessen linken Arm. Linker Arm fehlt. In seinem rechten Hand hält er irgendetwas. Das Objekt scheint nur zur Hälfte vorne zu sein. Die andere Hälfte fehlt offenbar. Möchtest du das Objekt nehmen? Klar. Was haben wir da jetzt bekommen? Genau, die Sachen wollte ich eigentlich noch. Teil eines seltsamen Objekts, Hälfte eines seltsamen Objekts. Okay, Missionslog. Ich wollte die Kuh noch ausstaffieren, das habe ich vergessen, nämlich. Hier habe ich, glaube ich, nicht viel gemacht bei ihr. Doch, Tatsache hier. Das Mentalwerkzeug, das nehme ich, mache ich lieber bei ihnen rein. Seit für 141 Mental, was ganz cool ist. Wenn ich die anderen Werte irgendwie steigere, Heilung zum Beispiel. Waffenschaden. Und dann hatte ich hier noch das und das. Und ich glaube, das ging hier rein. Was bekommt denn er dann? Nachladen. Mehr Ausweichen, mehr Schaden und mehr Waffenschaden. Und das bekommt. Hier haben wir Lob. Nerviges Gelaber und Universalfluch. Schwierig. Auf jeden Fall hatte ich bei ihm hier auf der Distanzwaffe noch den Mod reingemacht, damit ich mehr Granatenschaden mache. Was ich ganz cool finde. Gut. Dann mal ganz gut speichern. Und dann werden wir hier mal weitergehen. Das heißt, ich gehe erstmal nach unten weiter. Das sind offenbar Gegner.
Oh nein. Die Typen sind richtig stark. Oh Mann, ich hasse die Typen, ey. 41 Lebenspunkte hat hier eine. Na großartig. Pulsgranate und Heilungsstörung für 2 Runden. Zügelt sich ein Distanzangriff, kann ich dann spielen. Also den. Ne, ich habe ja keinen. 3 Bandrette Feinde Chance auf Runden lang zu betäuben. Kritische Chance von 100% betäuben und erschüttern. Präzisionsdistanz, aber können wir eigentlich mal machen. Keiner betäubt, scheiße. Boah, kritisch! Betäubt, ah doch, ich hab die betäubt. Aber den nicht. Säureklau. Es ist verdammt schwer, gegen die zu gewinnen. Wildes Geballer. Schild wieder aufladen. Wir haben auch gar keinen Schaden bekommen, die Deppen. 8% ausreichend, 10% Schaden auf was? Schadensreduktion hat der. Er ist ausgewichen. War eine Scheiße, ey. Strahlungsschuss, das ist nice. Gegen eine zufällige Einheit, Universalfluch. Ich gar nicht so schlecht, aber Strahlenschuss. Also gut, die haben ja keine Schilde. Haben wir die mal verflucht? Jetzt ist Dead Eye dran. MP-Granate. Pulsgranate. Basisschaden. Heilungsstörungen. Damit kann ich zwar. Ich habe aber wieder nix. Kritisch. Nice. Muss ich hoffen, dass ich überlebe. Skinwolf, der hat verwirrt. Ist auch verwirrt. Was mit dem Verwirren ist da richtig gut. Oh, kritisch. Oh, fuck! Wie viel Schaden. Schild wieder aufladen. Shepard. Fünf Angriffe. Strahlenschuss macht 3 Schaden. 5 mal 2. Ja, wir müssen den einen loswerden, so viel steht fest. Nein, er ist ausgewichen! Ich will das auch. Fuck. Alter, ist das schwer auf einmal? Wie krass schwer das ist. Ah, diese Skinks sind echt übel. Mann, die buffen sich die ganze Zeit, die blöden Säcke, die. Fuck. Ich glaube, ich werde mal neu laden. Meine Fresse, ey. Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Ich bin jetzt echt keiner, der so oft gerne lädt, aber... Das ist ganz schön übel. Wie krass stark sind die denn bitte? Da ist ein Gegner. Das sind die wahrscheinlich. Die verfolgen mich auch, die blöden Säcke, die... Was haben wir hier? Recycling. Und wir haben hier Magnetisierungsknoten. Magnetischer Wurf. Schüttern.
Messerscharf war mit. Das ist hier so ein Plünderscheiß, hab ich ja nicht. Da nicht verkaufen, den Rotz. Toll, da geht's gar nicht weiter, oder was? Da ist Zeug. Schrott. Scheiß. Adamantit ist ein seltener Rohstoff und äußerst begehrt. Quellen von diesen können einen hohen Preis auf dem Markt erzielen. Nice. Schon mal gut. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder zurück. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Speichern. Ich glaube, bei dem Spiel ist jetzt angesagt, dass ich sehr oft speichere. Krass, wie der Schwierigkeitsgrad auf einmal anzieht. Aber klar, irgendwann muss es ja mal passieren. Der nächste Leiche eines anonymen Plünderers. Der Überreste sind in einem dunklen, engen Spalt eingeklemmt. Offenbar sind sie schon eine ganze Weile unberührt hier rumliegen. Nach Übertragungsgegenstand durchsuchen, das restliche Zeug nicht anrühren. Versuchen, die Leiche aus dem Spalt zu ziehen, um nachzusehen, ob da irgendwas Nützliches entdecken kannst. Das Zeug mit. Fuck! Ah, toll. Schädel und magnetischer Störer schon wieder. Das Ding ist richtig gut. Also, orange sind immer diese legendären Sachen. Jetzt kann ich da lang gehen. Was unpraktisch ist. Da sind Gegner, da sind. Sachen. Ist nicht ganz gut, dass ich jetzt immer schaue, dass, wo die Gegner sind. Wow, plus 33 Waffenschaden, Pulsgranate, intelligenter Sprengstoff, nice. Oh nein. Fuck! Oh Mann, 43 Lebenspunkte. Na, großartig. Und Schildschirm. Überladen, zwei Waldbrände. Oh, überladen, das müssen wir machen. Finde ich aber gut, dass es langsam so ein bisschen taktischer wird. Boah, der Schaden bekommen. Finalinschub. Das ist eine Wahrnehmung. Shepard. Strahlungsschuss. Kritisch. Nice. Vergiften. Das ist gar nicht so gut. Das ist geballert, präziser Schuss. Jetzt mal einen Adrenalinstoß geben. Er kann zweimal jetzt. Schockwellenschlag. Die zufällige Karte wird abgelebt und.
Ist eigentlich ganz gut. Ring, reinigender Schuss. Oh. Das können wir bei der machen. Der Buff ist weg. Noch den Schockfanschlag. Jetzt ist Deadeye dran, er kann aber nur einmal. Die Sprenggranate oder die Splittergranate. Ich habe leider keinen zusätzlichen Schuss, deswegen. Nice. Shepard ist jetzt wieder zweimal dran. Schlag, Lob. Jawoll, weg mit dem Heini. Ha, Stoch an. Macht halt viel AOE-Schaden. Jawoll. Das war richtig knapp. Schauen wir mal, agilisieren, 1 von 1 gespielt. Okay. Mal ganz kurz im Inventar reinpacken, ob ich da was machen kann. Ja, das kann ich mal reinpacken, Tatsache. Das Chance noch super auf energetisieren. Plus 1, wenn eine Heilungskarte gespielt wird. Plus 5% Energieeffizienz. Waffenwerkzeug. Das mit dem Flug finde ich gar nicht so schlecht, muss ich gestehen. Magnetische Störer, Mordwaffe, Intelligenten. Ich da halt reinmachen. Waffenwerkzeug. Bei Waffenkarten. Bei ihm können wir nichts mehr in die Mod einbauen, aber wir können vielleicht eine neue Waffe noch hinzufügen. Die Energieklinge. Ach, er hat die vorgegeben. Okay, da können wir auch nichts anderes machen. Mit Shitkin können wir auch nichts einbauen. Granate, das Ding muss ich unbedingt ihm geben. Aber wo kommt denn das rein? Hier unten. Was haben wir denn da? Das ist halt kacke hier. Das ist ja. Bin Arsch, dann machen wir das. Dann gibt es dann Pulsgranate und Granaten sowieso, wenn wir auf Granaten gehen. Bei ihm. Was haben wir hier noch? Das kann ich, glaube ich, nicht anlegen, oder? Das ist ja schon geil, wenn das ginge. Ah, schade. Ich sehe weg hier. Jetzt legt das Spiel richtig los. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Krass, die Gegner werden jetzt stärker. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr rumtaktieren. Am Anfang war es ja noch so, ja, Pillepalle. Aber jetzt werden die Gegner ganz schön stark. Mich ist schon zwei, dreimal aus den Latschen gehauen. Das war unerwartet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder und schauen mal, wie es dann weitergeht. Bis dahin. Tschüss.